Ja, Leon Andreasen ist bei uns. Leon, schön, dass du wieder da bist. Wie sehr hast du dich auf den heutigen Tag, den Einstieg ins Mannschaftstraining gefreut? Ja, das war schon eine harte Zeit die letzten Monate. War nicht so ganz einfach, meine Verletzung. Es ist der erste Schritt getan und gucken wir mal von Tag zu Tag, wie es mir geht. Heute war ein bisschen mit Auge, ein bisschen reinkommen. War gut, habe mich gut gefühlt. Ja, gucken wir. Wie blickst du so auf die erste Trainingseinheit? Ging ja ordentlich zur Sache, hast viele Bälle gefordert, du warst auch lautstark auf dem Platz, so wie wir dich kennen. Wie resümierst du den Tag heute? Na, das bleibt einfach ein schöner Tag für mich. Es war eine Trainingseinheit wie jeder andere. Aber ich freue mich natürlich insbesondere, dass ich heute nichts gemerkt habe und sehe das als positiv. Ich habe oft genug Rückschläge in meiner Karriere bekommen, deswegen will ich mich nicht allzu viel freuen. Aber es war schon ganz gut. Wie schaut so dein Timetable für die nächsten ein, zwei Wochen aus? Erstmal hart arbeiten oder denkst du auch schon wieder ans Bundesliga-Comeback? Na klar, habe ich Bock auf Bundesliga. Ich will auch die Mannschaft helfen wieder. Aber ich war ja nun mal ein paar Monate raus und von daher muss ich schnell wieder ins Fitness kommen. Dafür brauche ich viele Einheiten. Ich gebe Gas, werde auch mehrmals am Tag trainieren, dass ich schnell wieder meinen Rückstand einhole. Das nächste Spiel ist jetzt gegen Paderborn. Wie hast du so die ersten drei Spiele als Zuschauer erlebt? Wie bewertest du den Rückrundenstart? Naja, stimmt schon, dass wir gut gespielt haben. Das kann man positiv sehen, aber es zählt nun mal die Punkte. Off-Topic am Ende. Hat Philippe in einem Monat gegen deine Haare überhaupt noch eine Chance? Weiß nicht. Mich nervt es auch. Danke.